Heute stelle ich dir dieses Bild vor. Es könnte ein bisschen langweilig werden, weil ich im Prinzip immer das Gleiche mache. Und trotzdem sind so ein paar Zaubertricks wieder dabei. Du kannst es hier schon sehen, da ist die Farbe gelaufen. Und vielleicht erkennst du das auch, da sind so kleine Punkte in dem Bild. Und ja, wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir in diesem Video. Wie in den letzten Videos habe ich wieder mit diesen beiden Handwaschbürsten gemalt. Und als Farbe habe ich nur zwei Farbtöne und Weiß genommen, nämlich dieses Violett und das Schwarz dazu. Den Anfang hatte ich beim letzten Video schon ganz schön ausführlich erklärt. Deshalb gehe ich da nicht ganz so drauf ein. Da kannst du dir einfach nochmal das letzte Video zu angucken. Also du musst im Prinzip erstmal nur wieder den Anfang finden. Du brauchst auf jeden Fall eine Sprühflasche, wo du Wasser reinfüllst. Also du kannst einfach eine alte, ausrangierte Haushaltsmittel-Sprühflasche benutzen. Ja, und dann trägst du die Farbe auf. Du trägst die Farbe mal dünn auf, also transparent, und mal deckend. Die Übung mit dem Werkzeug hast du jetzt vielleicht schon ein bisschen über die anderen Videos erhalten. Du kannst eben streifig arbeiten, dass dort so Strukturen entstehen, oder eben die Farbe auch ganz glatt ziehen, sodass gar keine Pinselspuren sichtbar bleiben. Und das Bild drehe ich um, damit jetzt kein Wasser und keine Farbe auf meine Fläche kommt, denn sonst würde ich die Farbe jetzt wieder abnehmen. Während ich jetzt hier an dieser Stelle arbeite, trocknet gleichzeitig die Farbe, die ich schon aufgetragen habe. Und mit der Trocknung fängt sie auch an zu haften. Jetzt arbeite ich noch nicht an die andere nasse Fläche, weil die eben trocknet, sondern arbeite mit ein bisschen Abstand zu meiner nassen Farbe. Ich arbeite direkt weiter und nehme jetzt einen Ton, der etwas dunkler ist. Ich habe zu dem Violett einfach etwas Schwarz dazu gegeben. Ich drehe das Bild wieder um, damit möglicherweise, wenn ich Wasser drauf sprühe, eben das Wasser auch nur dahin sprüht, wo ich es haben will. So, jetzt sprühe ich hier nochmal Wasser drauf und auch so ganz leicht nach rechts. Und jetzt sind so ein paar Tropfen auf die dunkle, frische Farbe gekommen und da kann ich jetzt einen schönen Trick anwenden. So, und jetzt aufgepasst, Zauber, Zauber. Wenn ich jetzt mit der Waschbürste nochmal rüber streiche, dann hole ich die ganzen Wasserspritzer wieder raus. Das Wasser hat eben die Farbe angelöst und ich ziehe jetzt ganz vorsichtig das Wasser wieder runter. Deshalb arbeite ich jetzt auch hier nicht so nass, sondern arbeite eher mit einer trockeneren Farbe
damit eben genau das nicht passiert. Die Farbe würde runterlaufen und mir die andere Farbschicht wieder anlösen. Arbeite direkt weiter und nehme jetzt Weiß dazu. Ich trage die Farbe erstmal auf und das ist wie so ein kleiner weißer Fleck. Und dann fange ich an, den Fleck zu verstreichen und verstreiche von der Mitte aus immer nach außen. Und das ist im Prinzip so, als würdest du einen Hefeteig ausrollen, glaube ich. Wie einen Pizzateig, den du rollst und dann wird der Teig auch immer größer und immer größer. Und genauso ist es hier. Die weiße Fläche färbe ich jetzt wieder ein und zwar mit dem ganz normalen Violett und damit erhalte ich wieder einen anderen Farbton, denn das Weiß ist jetzt wieder darunter und kann eben die Fläche neu aufteilen bzw. auch anders abteilen. Und so könnte man fast denken, es sei eine Blüte oder ja, man kann sich da so ein bisschen reinfinden in so Blattform. Und das Weiß ist immer noch nass und ich sprühe jetzt auch nochmal Wasser drauf und lasse die weiße Farbe eben auch wieder runterlaufen. Besonders schöne Momente, wenn die Farbe so über die Fläche läuft. Da löst du die Farbe eben einfach an und ja, sie läuft dann ganz von alleine. Du musst halt nur gucken, dass unter deiner Staffelei jetzt ein Handtuch liegt. Da steht es nun, das Werk ist vollbracht und ich hoffe, du hast wieder was für dich mitnehmen können und vielen Dank für dein Like, danke, danke und danke für dein Abo und ja, ich freue mich auf deinen Kommentar, Dankeschön, bis dahin, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.